Vor ein paar Wochen stand ich schon einmal hier an dieser Stelle und habe ein Video über die Geißler-Orgel hier in Schlieben aufgenommen. Doch damals bei der Aufnahme gab es ein kleines Problem, denn die Orgel war zu dem Zeitpunkt bloß eingeschränkt nutzbar, weil sich die Traktur des zweiten Manuales so verzogen hatte, dass dieses zu dem Zeitpunkt der damaligen Aufnahme nicht nutzbar war. Deswegen möchte ich heute sozusagen noch das ein oder andere nachholen, was damals nicht möglich war. Den ersten Teil des Videos werde ich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken, also das Video, was ich damals aufgenommen habe. Damals habe ich auch einiges zu der Orgel erzählt und deswegen möchte ich heute gar nicht so viele Worte verlieren, sondern jetzt die Orgel sprechen lassen mit den Dingen, was sie uns vor ein paar Wochen noch nicht zeigen konnte.